Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. In der letzten Folge haben wir ja die Piratensektoren erforscht und jetzt habe ich schnell eine Mission angenommen, Asteroidenscans. 29 Minuten Zeit, gerade mal 4 Asteroiden. Und nebenbei habe ich hier gesehen, dass hier eine richtig gute Mission es gibt, und zwar Passagiere für 2,5 Millionen. Ja, das machen wir doch schnell noch mit. So, okay. Dann ab zu meinem Hermes. Es gibt Militärtransporter, da kann ich die Shukaru nehmen. Oder auch Passagiertransporter. Das ist mein TP. So, nun muss ich gleich mal gucken. Werde ich mir ein bisschen Energie zählen, weil 14 Passagiere, dass die auch alle reingehen. Werde hier gleich andocken. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot. Und der Shukaru Energiezellen geben. Dass ich die Typen hier auch einladen kann. So. Und ich soll zu einer Boronstation. Und ich bin jetzt hier im Sektor Predigers Zuflucht. Und direkt neben mir ist ja quasi der Boronensektor, wo ich hinfliege. Du folgst mir. Okay, jetzt kommen die Jungs an Bord. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Na komm, drei Jungs. Hä? Wir haben gar nicht gesagt, dass sie eingestiegen sind. Aber sie sind da. Okay, dann. Dann springen wir darüber. Normalerweise kommt doch dann die Nachricht, dass sie eingestiegen sind. Diesmal nicht. Aber sie sind ja an Bord. Also kann ich sie auch dahin bringen. 14 Personen. Ich gucke doch mal, ob alle 14 da sind. Eins, zwei, drei, vier. Genau, 14 Personen. Königliche Handelsstation der Boronen. Und da will ich andocken. Sie sprechen mit dem SCK. Wir benötigen Folgendes. Oh, das hier. Wahnsinn, so viel Geld. Sie sprechen mit dem Schmugglerfahnder, nee, das nicht. Sie sprechen. Okay, dann geben wir mal Gas. Wir müssen dann noch mal den anderen Auftrag machen mit den Asteroiden-Scans. Nee, komm hier, das machen wir mal nicht hier mit Autopilot. Wir sind ja eh gleich da. So, du folgst mir. Okay, und jetzt müssten sie eigentlich aussteigen, die Jungs. Andockvorgang erfolgt. Königin Atreus und das Königreich Boron. Eine Verbindung zum örtlichen Handelsnetz Shukaru. Sie haben an Ansicht. So. Shukaru. Ich steige jetzt zu dir ein. Schiff wechseln und springe in Sektor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%, docke an. 30, 40, 50%, 60. Andockerlaubnis erteilt. Okay, und da kann ich nämlich jetzt die Asteroiden weiter scannen. Autopilot deaktiviert.
Aber 2,5 Millionen, meine Güte, was ich mit dem Personentransporter schon an Geld gemacht habe. So. Okay, gucken wir mal an hier. Oh, 2,5 Millionen. Ja, jetzt haben wir schon 11 Millionen. So schnell kann es gehen. So, was gibt es hier noch Schönes? Sie sprechen Frachtlieferung. Nee. Sie sprechen mit Kurier. Sie sprechen. Immer gucken. Sie sprechen mit Militärtransporter. In Strand der Ewigkeit. Okay, das mache ich danach. Sie sprechen mit. Ah, das hat man schon gesehen. Das auch. Sie sprechen mit dem Schmugglerfahnder. Sie sprechen mit dem automatisierten Taxi. Ah, nicht für 150.000. Das sind wir schon ein bisschen verwöhnt. So, genau. 22 Minuten, danach machen wir das mit dem Taxi. Und so langsam nähern wir uns den 24 Millionen für den Atmosphärentransporter. Aha, okay, du bist da hinten. Muss man erstmal mit den Kollegen hier rumfliegen. Asteroid. Einer der Gründe, warum ich die Shukao so getuned habe, dass ich die Mission direkt mitmachen kann. Na, aber meine Tastatur. So, mal sehen, was du anzubieten hast. Sie sprechen mit dem Automat. Nee. Mensch, ich bräuchte wieder mal ein paar Schiffe hier, ein paar Handelsschiffe. Keiner verkauft mir mehr hier Handelsschiffe. So, fliege zu leichtes Wasser. Springe in Sektor. Ah, leichtes Wasser ist doch das, was wir erkunden wollen. Warte mal, wo sind wir jetzt hier? Hier sind jetzt hier Predigers Zuflucht, Strand der Ewigkeit. Springe in Sektor. Sprungantrieb wird geladen. Da müssen wir hin. 20, 30, und da können wir dann 40, direkt 50, leichtes Wasser, wollten wir ja sowieso erkunden. 70, 80, 90, initiiere Sprung. Das war ja mein eigentlicher Plan. Autopilot deaktiviert. So. Da oben. Strand der Ewigkeit. Springe in Sektor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. Handel. Energiezellen gekauft. Andockerlaubnis. Okay, schnelle Finger. Und der Passagiertransporter ist wieder auf dem Weg nach Hause. Ich lege direkt einen Rückwärtsgang rein. So, dann schauen wir mal, was wir hier in leichtes Wasser machen. Erreiche System, leichtes Wasser. Asteroid. Okay, dann fliegen wir mit Autopilot dahin, weil es hier einfach Nebel gibt. Das sind Boronen hier. Den Sektor sollten wir auf jeden Fall erkunden. Okay. Gelandete Schiffe. Hast du Satelliten? Genau. Gehe zur Position. Keine Ahnung, wie groß der Sektor ist. Du fliegst dahin. Kommando akzeptiert. Mission gibt es noch keine. Wie viel Geld habe ich jetzt? 11,6.
11,6 Millionen. Fast die Hälfte geschafft. Strand der Ewigkeit. Springe in Sektor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%. So, für unsere Personaltransporter habe ich auch noch genug Zeit. 90, initiiere Sprung. Autopilot deaktiviert. So. Strand der Ewigkeit. Okay. Bogas Produktion L Alpha. Sie sprechen mit dem Automatisierungssystem. Mit wem soll ich reden? Rede mit Himifi. Sie sprechen mit dem Automatisierungssystem. Okay. Sie sprechen mit dem Automatisierungssystem. Und jetzt springe in Sektor. Wir wollen hier weiter. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30. Halt. Autopilot deaktiviert. Warte mal, ich soll Handfeuerwachenfabrik Alpha muss ich hin. Andockerlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Okay. Dann. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikationssystem. Na komm. Zack, zack. Flieg dahin. 168.000 gab es für die. So, du erkundest. Ja, was ist denn jetzt? Springt das Ding mal los oder nicht? Handfeuerwaffenfabrik. Oh, jetzt. Oh, schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch auch manchmal so lange dauert. Dass der hier erstmal überlegt, da springe ich nun, springe ich nicht. Ein bisschen Überredungskunst braucht zum Springen oder was? Erreiche System. So, okay. Wie viel Zeit habe ich noch? So, guck immer, vielleicht gibt es eine neue Mission. Ne, anscheinend kann ich mit den allen nicht sprechen. Aber ich werde mal gucken, ob es hier jetzt habe ich die Fabrik gesucht. Oh, da werden wir uns gleich mal zwei, drei Handfeuerwaffen kaufen. Und werde ich euch auch zeigen, warum. So. Und zwar... Okay. Handfeuerwaffenfabrik Alpha. Handel. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar. Hat Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk. Was? Wo wolltet ihr jetzt hin? Könnt ihr mir das nochmal sagen? Bogasproduktion Alpha, ein Strand der Ewigkeit. Bogas Alpha. Sprungantrieb wird geladen. 60, 70. Und zwar habe ich einen Mod installiert, aber schon länger her, der es mir ermöglicht, Marines auf meinen Schiffen bis zu 5 Sterne zu trainieren. Die werden wir dann brauchen. Das kostet relativ viel Geld. Und ich werde euch zeigen, wie das geht. Ich habe das jetzt auf die Taste Ü gelegt, Taste Ü drücken und war Gruppen. Die will ich haben, die Nachricht. Gruppentrainer. Aktiviert. Shukao. Kampf. 5 Sterne. Ja. Nochmal. Gruppentrainer. Shukao. Hacken. 5 Sterne. Nochmal.
Gruppentrainer, Shukao, Mechanik 5 Sterne und das Ganze noch für Ingenieurwesen. So. Ich habe jetzt 11 Millionen. Das kostet zwar Geld, aber die Marines werden wir brauchen. Um Schiffe zu ändern. Da kommen wir später zu. Nicht heute Morgen, aber die können wir nebenbei schon mal mit ausbilden, die Kollegen. Okay, ich will mal daran. Habe ich eigentlich jetzt schon ein Büro? Habe ich nämlich noch keine Polizeilizenz? Okay, was gibt's hier noch Schönes? Octopus-Aufklärer. Octopus-Aufklärer, 66.000. Octopus ist doch, glaube ich, ein M5. Wo waren das jetzt? Octopus, 73.000. So, mal gucken. Enzyklopädie, Schiffe. Das ist Boron, sind das, glaube ich, ein M5. Octopus Aufklärer. Wo gibt's den? Glücksplaneten. Glücksplaneten. Octopus Aufklärer. Da ist er. 94.000. Und die wollen hier. Sie sprechen mit dem Auto. Halt. Sie sprechen mit dem Auto. Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Vielleicht hat er noch was eingebaut. Ach komm, ich nehme es. Okay, dann dockst du bei mir an. Damit du repariert wirst und dann verkaufe ich dich wieder. So, was gibt's denn noch Schönes? Sie sprechen mit dem Auto. Liefern Sie ein Schiff. Na, ich weiß, wo der Leguan-Antreiber steht. Zum Abholen, aber machen wir nicht. Sektorkarten. Sie sprechen mit dem Keine Operation. So. Okay, dann komm mal zu uns, Octopus. So. 400, genau. Du müsstest hier oben aufklären. Genau. Und dann muss ich mal gucken, was machen denn meine beiden Fabriken? In dieser Station werden die erweiterten Satelliten hergestellt. Da ist noch alles genug da. Okay, ich werde mir die Kampfdrohnen dann gleich holen, wenn der Octopus an Bord ist, um dann mal zu probieren, wie das mit dem Aussetzen funktioniert. Meine Händler, oh, 12 Millionen. Verkaufe Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz. Und da hast du aber teuer eingekauft. Soja, Silizium. Die haben alle zu tun. Mensch, ich will nicht so ein kleines Schiff. Ich will eigentlich mal ein ordentliches Schiff kaufen hier. Ein großes Frachter. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mein Geld zusammenbehalte. Okay, Ü. Aktiviert. Und die Jungs, die jetzt bei mir hier im Frachtraum sitzen, haben, hier sieht man hier, ne, die haben, sind ganz schlecht ausgebildet hier. Die werden bald besser werden. So, da ist unser Octopus. Wie siehst denn du aus? Okay. Und jetzt dockt da an.
Zack. Königliche Handelsstation der Büro. Eingehende Nachricht. So, und ich docke an bei mir zu Hause. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%. Hol mir noch ein paar erweiterte Satelliten. 80, 90, initiiere Sprung. Und dann hole ich mein Scannerschiff ab. Und dann probiere ich mal aus, wie das funktioniert mit den. Vielleicht probiere ich das auch offline aus. Und berichte euch dann. Mission haben wir nicht. Gucken wir mal, ob es hier was gibt. Teladi Handelsstation. Ah, mit dir können wir vielleicht sprechen. Brauche eine Mitfahrgelegenheit. Den CEO's Bug zu it. Na, wir gucken mal, was es sonst noch so gibt. Schönes hier. Militärtransporter 295. Familie Dicker. An die Front. Ich wusste gar nicht, dass die Teladi im Krieg sind, ja. Ne, das war hier. Du brauchst 200. Ach komm, ich mach das jetzt. Und dann war hier noch eine Mission. Militärtransporter. Okay. Fracht habe ich jetzt. Habe ich genug Platz frei. Okay, dann werden wir erstmal die Jungs hier abholen. Und dann müssen wir noch. Ach, der braucht einen Personaltransporter. Nee. Braucht er nicht. Militärtransporter. An Erzmine. Alpha. Wo ist denn die? Okay, das machen wir dann. So, dann markiere ich dich mal als. Du bist schon markiert als Ziel. Dann gebe mal hier mal ein bisschen Gas. Und dann mache ich das halt nachher mit dem. Oh, hier gibt's noch. Die habe ich noch gar nicht gescannt. Navigation. Asteroiden-Scan. Alle Asteroiden-Sektor. Das machst du jetzt mal. Wieso habe ich hier noch welche noch nicht gescannt? Gibt's aber gar nicht. So. Okay. Andockvorgang erfolgreich. Teladi ist nun angeschnallt. Angeschnallt. So. Da muss ich hin als nächstes. Genau, Erzmine M-Alpha. Okay, gut. Und du scannst jetzt hier den Rest. So, nebenbei gucken, was machen die Händler. 12,7, die Hälfte haben wir fast. Aber ich denke mal, die Ausbildung von den Marines kostet natürlich auch Geld. So, mal gucken, ob jetzt noch genug Platz ist. Ah, da müsste locker Platz sein für die Kollegen hier noch. Die nehmen wir nämlich gleich mit. Hoffentlich brauchen die jetzt keinen Personaltransporter. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, persönliches. Genau, die sind jetzt auch an Bord. Okay, jetzt will ich zu Lithium Alpha und CEO's Bug zu it. Okay. CEO's Bug zu it.
Siliziummine Alpha. Da fliegen wir zuerst hin. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%. Das haben wir nicht so viel Zeit. Initiiere Sprung. Und wenn wir die beiden Missionen erledigt haben, in der Zeit hat dann wahrscheinlich mein Frachter schon wieder den leichtes Wasser erkundet. Dann können wir den abholen. Erreiche System. Und dann ist die Mission für heute, vielmehr das Video für heute erledigt. Ach, ich bin echt immer noch auf der Suche nach Schiffchen hier. Warum gibt es hier keine Schiffe? Hab ich jetzt schon zu viel oder was? Komisch. Keiner bietet mir mal Schiffe zum Kauf an. Okay. Und jetzt nach Familie de Grille Massomyne Beta. Oh, Familie de Grille war ich doch schon. Kenne ich doch. Massomyne. Ich glaube die. Ach, scheiße. Entschuldigung. Beta, siehst du? Doch, nicht Alpha. Familie de Grille. So, und Beta. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60%. Ich steig aus. 80, 90, ja, da habe ich ja echt Glück gehabt, dass die Typen sich miteinander vertragen haben. Stellt euch mal vor, die hätten sich gestritten und gekloppt. Und dann wäre nur noch die Hälfte angekommen. So, wie viel habe ich denn jetzt noch im Frachtraum? Taste F. Erreiche System. Familie de Grille. Noch zwei Mann. Noch zwei Mann. So, was machen die Händler? 13 Millionen. So, gibt's hier vielleicht mal wieder ein Schiff für mich? Vielleicht an der Schiffswerft. Das könnte doch sein. Aber was ich jetzt machen kann, ich habe doch jetzt hier noch ein Schiff. Du dockst hier mal an. Du bist doch jetzt repariert. Genau, 100%. Hülle 100%. Da gucken wir noch an, wie viel ich dafür krieg. Hast du irgendwelche Fracht an Bord? Ah, du hast da ein Schild und drei Laser. Okay. Mal gucken, was es an Geld gibt. Okay, Scruffing-Knollen. Massomühle, L, Beta. Andock-Vorgang erfolgreich. Heil der Familie Ronka. Okay. Und jetzt werden wir nochmal. Eingehende Nachricht. Komischerweise, manchmal kriege ich Nachrichten, aber nicht. Okay, du wartest dort. Ich hol dich gleich ab. Und ich guck mal, was die Schiffswerft hier anzubieten hat. Und außerdem kann ich hier gleich den kleinen Kollegen verkaufen. Sie sprechen mit dem Ach, Geheimoperation. Okay, dann fliege ich jetzt zu leichtes Wasser. Und hol. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30. 40, 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Ach so, na gut. Nach Prophetmin fliege ich nachher noch. Das kann ich aber offline machen. Ich will nur jetzt noch den Oktopus verkaufen, damit wir sehen, ob das Profit gebracht hat. 63.000 haben wir Erreiche bezahlt. System, leichtes Wasser. Und du bist jetzt durch hier mit Scan. Gleich. Und da kann ich gleich mal gucken, ob ich hier vielleicht eine Polizeilizenz bekomme. Und dann fliege ich zu Profitmin,
Da müsst ihr jetzt hoffentlich alle Asteroiden erwischt haben. Ja, jetzt hat er sie alle erwischt. Genau. Und dann... Du dockst jetzt an. Kommando akzeptiert. Du bist fertig. Willkommen, willkommen. Ich werde Ihnen die Informationen jetzt zusenden. Gibt es etwas, das... Ah, nicht für 100.000. Nicht für 100.000. Das ist mir jetzt zu wenig. Ich... Oh, hier, erweitere Schiff mit Laderaumerweiterung. Guck an. Octopus, Handel, 79.000. Bei seiner Einführung vor vielen Jahren galt das Design des Octopus als... 16.000 Credits plus gemacht. Na gut, okay. Hat da jetzt nicht viel Arbeit gemacht. So, ich wollte mit dir kommunizieren. Okay, du bist da. Sie sprechen mit dem Auto. Ich werde Ihnen die Informationen... Oh, das mache ich noch, aber das mache ich offline. Passagiere in Schrank der Ewigkeit, das ist gleich um die Ecke. Ich will ja eh hier andocken. Königliche Handelsstation der Beobachtung. Sie sprechen mit dem Automatisierung. Ich will eingehende Nachricht. Das war uns ja zu wenig. Sie sprechen... Sie sprechen mit dem Auto. Diese Aufgabe ist schwieriger als andere. Eingehende Nachricht. 8 Minuten. 8 Minuten. Ja, das ist mir zu knapp. Das mache ich jetzt nicht. Aber jetzt hier. Kamen die Nachrichten. Trainiere jetzt alle Marines auf Stufe 2. Ja, in allen Stufen. Ach gut, das hat jetzt noch nicht viel Geld gekostet, aber je besser die werden, umso mehr kostet das. Aber das sollten wir locker stemmen, weil wir bekommen ja regelmäßig Geld rein. So. Passagiere zu Sonnenkraftwerk in Strand Beta. In Strand der Ewigkeit. Beta. Okay, die Mission, die kann ich ja jetzt noch mitmachen. Dann überziehe mal halt heute ein bisschen. Danach werde ich zu meinen beiden Stationen fliegen. Die Leerräume wieder das Zeug übernehmen. Und dann mal probieren, wie das geht mit den Satelliten aussetzen. Und wenn ich das hingekriegt habe, dann werde ich euch das ganz stolz präsentieren. So. So, was gibt's? Ah, ich wollte doch... Na, ich dock dann an der Station an. Ich wollte doch gucken, ob ich da so eine Polizeilizenz kaufen kann. Gut, dann mache ich das dann halt da. Dann mache ich das halt auch da. Gut. Ich dock jetzt hier an. Da passiert ja jetzt nichts Besonderes. Hol mir dann meine Kohle ab. 700.000. Und bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Abo da lassen, liken, Kommentare schreiben. Wäre super lieb von euch. Ich bedanke mich recht herzlich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ich weiß, wie das mit den Satelliten geht. Vielen lieben Dank. Ciao.